Das ist mein Wochenende. Das ist mein Wochenende. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Stopp! Ich hab euch beide lieb. Tell me, mother, did you miss me? Deswegen, wenn ihr jemanden kennenlernt und diese Person versucht, in ein harmonisches, was wir so haben, reinzukrätschen, dann entsorgt die Person. In ein harmonisches, was wir so haben. Ja, entsorgt die Person, weil ihr tut eurem Kind niemals einen Gefallen. Ja, das wird immer so. Streit. Das wird immer Theater geben, immer. Weißt du noch die eine? Boah. Welche? Ich will den Namen nicht nennen. Ja, das kann ich rausschneiden. Wen meinst du? Oh. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich habe immer kennengelernt. Die war immer dabei. Die war immer dabei. Die musste immer dabei sein. Sie schickt mir ein Foto von Alexandro. Ich gucke mir das Foto an und schreibe zurück, oh, unser Sunny Boy. Nee, ganz normal. Es ist unser Sunny Boy. Ich habe ihn nicht alleine gemacht. Man braucht dafür auch noch hier, ne? Sowas. Wieso schreibst du unser Sunny Boy? Wo ich mir denke, was ist los mit dir, Mädel? Oh, was ist bei dir im Kopf kaputt? Wer meint denn gerade immer Schlimmes? Oder sie hat den Fuß verletzt, wir fahren hier hin, bringen Alexander wieder, sie hat den Fuß verletzt, ich weiß nicht was, schreibt sie, kannst du ein bisschen Wasser aus dem Kofferraum mitbringen. Ich laufe von dem Auto aus bis nach oben. Okay, ich habe das Wasser weder irgendwo aus dem Berg gezapft, noch habe ich es abgefüllt und mit einem Esel hin transportiert, sondern ich nehme es aus dem Auto, trage es nach oben, sage bitteschön, mein Kind darf trinken, sie darf trinken, bang. Ich habe damit so ein Drama gehabt über Wochen. Tut euch einen Gefallen, solche Frauen, solche dabei Männer. Und ich war auch eine Zeit lang blockiert, weil wir nicht schreiben durften. Also ich habe es jetzt auch auf die leichte Schulter genommen, es war in Ordnung für mich. Wir haben dann telefoniert, wenn wir was wollen. Sie hat ja auch mal so ein Beispiel gehabt. Also, gut ist. Also manchmal ist das halt so, ne? Aber wie gesagt, man sollte sich nicht beeinflussen lassen. So, streitet ihr manchmal? Ich glaube, diese Frage können wir... Haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist normal. Ja. Ihr passt so toll zusammen, ein Traumpaar. Meldet sich der Magen wieder. Dann muss er direkt aufs Klo. Habt ihr das gehört? Mir dreht sich gerade der Magen um. Also nein, tut mir leid, nein. Comeback? 3 Fragezeichen. Nein! Mit 3 Ausrufezeichen. wem fiel es schwerer nach der Trennung? Ich glaube, das hat... hatten wir die Frage schon? Ja, Heiko fiel es schwerer, ja. Das kann man weglassen. War es am Anfang schwierig, euch wegen dem Kind so häufig zu sehen? Wie habt ihr Alexander erklärt, dass ihr euch getrennt habt, sodass ihr es auch verstanden habt? Alarm1504 fragt, wie habt ihr Alexander erklärt, dass ihr euch getrennt habt, sodass er es auch verstanden hat? Gab es da viel zu erklären? Nee, da gab es eigentlich nicht viel zu erklären. Er war teilweise zu jung und er merkt es ja. Und das Gute ist halt, sie hat dann wieder Freunde getroffen, die sie früher nicht getroffen hat oder kannte. Dadurch hatte er neue Bezugspartner, also Bezugspersonen. Und ich habe neue Menschen kennengelernt und getroffen und die an sein Herz geschlossen hat. Und dadurch hat sich das irgendwo, da braucht man nicht viel erklären. Papa und Mama sind halt getrennt. Aber das ist Papa und Mama. Das ändert sich ja nicht. Ob die jetzt zusammen sitzen, zusammen schlafen, zusammen... Was auch immer. Es bleibt Mama und Papa. Fertig. Also. Er hat 2 zu Hause, er hat 2 Kinderzimmer, er kriegt 2 Weihnachten, er hat 2-mal Geburtstag, er hat kein schlechtes Leben. Ja, das stimmt. Bonnie MRSA 25. Wie macht ihr das mit der Aufteilung? Ja, haben wir ja vorhin auch schon beantwortet. Welche Aufteilung? Wann du ihn hast, wann ich ihn hab. Achso. Okay. Also eigentlich teilen wir uns die Hälfte der Ferien auf, also halbe-halbe. Und wir streiten uns jetzt nicht um einen Tag oder 2 Tage mehr oder weniger. Eigentlich jedes zweite Wochenende, aber manchmal auch jedes Wochenende. Es kommt halt immer drauf an. Unter der Woche haben wir das jetzt abgeschafft, weil er auch viel arbeiten muss. Kommt aber wieder. Ist ja auch kein Problem. Hat dann auch mittwochs nicht mehr geklappt, weil wir hatten auch immer den Mittwoch. Dann hat das nicht mehr geklappt, weil er jetzt zum Griechischunterricht geht seit einem Jahr. Aber ja, ansonsten klappt das alles ganz gut. Wie kamt ihr ganz am Anfang klar, als die Trennung noch frisch war? Und euch ja, also haben wir ja auch schon. Wie hat Alexandro eure Trennung verkraftet, verarbeitet? Haben wir auch schon.
Hat einer von euch die Trennung irgendwann bereut, sich gefragt, warum habe ich das gemacht? Haben wir auch schon. Ja? Ja, so ein. Du nicht, ich ja. Oder? Okay. Habt ihr zugehört? Schreibt in die Kommentare. Nisk, wie viel Kontakt habt ihr noch miteinander? Ich mache einmal die Woche Rauchzeichen, sie kommt dann mit dem Pferd angeritten. Was für eine Frage ist das denn? Ich schicke eine Brieftaube. Also manchmal schreiben wir auch täglich, aber jetzt auch auf Alexandro bezogen. Aber ich nee, täglich jetzt auch nicht. Aber wenn sie mal ein Problem hat, dann meldet sie sich halt schnell. Naja, wenn du ein Problem hast, was willst du dann von mir? Wie soll ich dein Problem lösen? Das ist ja was anderes, wenn bei mir irgendwo eine Schraube fehlt. Also nicht an mir. Wenn ich irgendwie eine Schraube... Ich bin hier nur zum Schrauben da. Oder irgendwas ist, oder, ne, und ich keinen Mann habe, dann musst du ja helfen. Aber ist er ja auch für mich da. Oder Auto, Luft reinpumpen oder wie das heißt. Mhm. Also mich braucht er nicht so viel wie ich ihn. Wofür soll er mich brauchen? Soll ich seine Wohnung putzen oder ihn bekochen? Das kann er alles selber. Ja, mal was, ne? Ja. Das müssen wir in Angriff nehmen. Also manche fragen halt gleich, dann nimmt ihr zu dritt. Kommst du damit klar, wenn Niki einen neuen Partner hat? Gab es öfter Streit dadurch? Fragt Karim 005. Hauptsächlich bei einem gab es Probleme, aber das war auch eine schwierige Situation. Aufwirbelung von anderen, von dritten Personen. Das war auch am Anfang dann auch halt auch, ne? Also wann haben wir uns getrennt? Mai, und im August hatte ich dann jemanden Neues kennengelernt. Das war halt auch sehr frisch. Und ja. Die Person hat sich halt auch falsch verhalten. Er schuld. Naja, was heißt falsch? Also, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber du hast auch deine Fehler gemacht, weil du auch sehr gekränkt warst, ne? Und am Anfang waren halt noch so viel dann du Gefühlschaos. Aber auch. Sagen wir mal so, wir haben alle Fehler gemacht. Aber jetzt ist alles chillig. Er hat kein Problem damit, wenn ich jemanden habe. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, wenn er jemanden hat. Was? War ich mal eifersüchtig? Ich habe mal gesagt, boah, wie sieht denn die denn aus? Oder so, ja. Okay. 90% die erste Frage, ne? man vergleicht sich ja immer so gern, ne? Das ist normal. Dann denkt man sich so, oh Gott, was hast du denn da abgeschleppt? Also, das ist irgendwie normal. Sind das dann immer die richtigen Vergleiche? Aber es ist ja nicht, dass man dann eifersüchtig ist oder so. Man denkt sich nur, boah. Aber sollte man immer alles sagen, was man denkt? So, weiter geht's. Alexa oder so, Axel, Xaxa. Wünscht sich Alexandro manchmal ein Liebescomeback von euch beiden? Ja, wünscht er sich. Nein. Doch, mir sagt er das aber. Dir nicht? Der Tochter von einer Nachbarn, also von guten Freunden von mir, Nachbarn, gute Freunde jetzt geworden, wie auch immer. Also wir waren erst Nachbarn, jetzt sind's Freunde. Andersrum geht nicht. Ist doch egal. Da hat er gesagt, nein, weil er nicht möchte, dass wir streiten. Ach so, okay. Na? Also mir sagt er manchmal, jetzt nicht so oft, aber vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr, ich möchte, dass ihr wieder zusammen seid. Also nee. Ich möchte, dass Papa wieder hier ist und ihr wieder zusammen seid. Nee, dann ein neues Haus. Ich mag das ja nicht. Hm? So. Was soll ich? Dann ein anderes Haus, aber nicht mit dir. Also, ach ist egal. So, okay. Ist Heiko deiner Meinung nach ein guter Papa und bist du für Heiko eine gute Mama? Also ob Heiko ein guter Papa ist, das habe ich ja vorhin schon beantwortet. Jetzt bist du dran und bist du für Heiko eine gute Mama? Trittst du mich jetzt in dem Moment? Das war nicht gewollt. Ich denke schon, dann dass kommst du immer näher. Ich muss. Danke. Ich habe die ganze Zeit Arm so, weißt du, so. Das ist kacke. Ich denke schon, dass sie eine gute Mutter ist auf jeden Fall. Mich fragen, wie gesagt, immer stets und ständig alle Leute, was ist dies, was ist das, was ist jenes. Sie spielt natürlich auch gerne mit den Titeln in YouTube, aber dann denke ich, sag ich, guckt euch das Video an, das erklärt immer alles. Ne? Und ich denke schon, warum nicht? Warum sollte sie eine schlechte Mutter sein? Sie kümmert sich um ihn, sie ist liebevoll, verständnisvoll, ihm fehlt es an nichts. Und wenn ich es anders denken würde, dann wäre ich beim Anwalt. Und ist ja logisch. Wenn man wirklich denkt, sie hat jetzt nur mit Kiffern, was weiß ich, Bikern, Rocker, was weiß ich, für einen Scheiß zu tun, Entschuldigung, dann würde man was machen. Das, ne, dann würde ich hier auch nicht, heute hier nicht sitzen. Ne? Hier, da heute sitzen. Macht Sinn. Ja. Wie ist das für Alexandro so, wenn ihr neue Leute kennenlernt?
Also Alexandro geht ganz chillig damit um, wenn wir neue Leute kennenlernen. Natürlich kriegt er jetzt auch nicht jeden mit dem man ein Date hat, ne? Das ist ja normal. Aber wenn man jemanden schon ein bisschen mehr kennengelernt hat, ja, weiß ich nicht, wie viel waren es bei mir? Der hat jetzt 3 Männer kennengelernt. Warum lachst du? Entschuldigung. Ja, was denkst du, dass der jetzt jeden Mann kennenlernt, mit dem ich ein Date habe oder was? Nein. Ja, warum lachst du dann? Also das fand ich jetzt nicht nett. Hast du so einen Eindruck oder was? Nein, habe ich nicht gesagt. Nicht, dass er jemanden kennengelernt hat. Das stimmt nicht. Ja, und warum hast du jetzt gelacht? Das will ich jetzt mal verstehen. Schneid das einfach raus. Nee. Doch. Da schneide ich nicht raus. Ich will jetzt wissen, warum du gelacht hast. Nur so? Das war nicht nur so. Das war jetzt ein ekelhaftes Lachen. Oder Nein. Bist du eine andere Meinung? Welche Meinung? Dass Alexandro hier viele Männer kennenlernt. Nein, der Meinung bin ich nicht. Nein. Warum hast du denn dann gelacht? Ich habe die Frage falsch verstanden. Ja, aber Mist, da gibt es wieder einen Streit, seht ihr? Nee, also Alexandro lernt auf jeden Fall von meiner Seite nicht viele Männer kennen. Also der hat, ja, ich will jetzt auch keine Namen nennen, ich hatte ja eine Beziehung danach, wisst ihr ja. Ihn hat er kennengelernt und noch einen anderen Menschen, mit dem ich da 2 Monate was hatte. Und ansonsten, klar, habe ich auch männliche Freunde. Heißt ja nicht, dass ich mit jedem was habe. Wenn ich zu meiner Freundin fahre und da ein paar Männer sind, das heißt ja nicht, dass ich was mit denen habe. Das sind Freunde. Klar lernt er die kennen. Und ja, bei Heiko musst du selber beantworten. Ja, also Partner, Partnerinnen, ne, also was man so nennen kann, würde ich jetzt keine davon als Partnerin, ohne jemand zu beleidigen, nennen. Aber ich warte, bis ich ihm die Frau als Partnerin vorstelle, oder das ist halt jemanden im Garten. Also wir sind so eine Zechensiedlung, es gibt viele Frauen, es gibt viele verheiratete Frauen, ja. Es gibt viele Männer, Kinder, wie auch immer. Und das ist einfach eine Freundin. Nicht ja, meine Freundin, sondern so eine Freundin. Der ist jetzt auch nicht verstört, weil er ist ein Kind, der kennt viele Menschen. Ne? Weil wir halt so viele Menschen kennen. Und Heiko kennt halt viele im Garten und in der Straße und in seiner Siedlung. Der lernt halt viele Menschen kennen. Und es ist bei mir genauso. Also er ist jetzt nicht verstört, wenn jetzt hier anstatt eine Freundin mal ein Mann steht und er ihn kennenlernt. Heißt ja nicht, dass man mit dem was hat. Und das ist bei Heiko genauso, wenn da im Garten eine Frau ist. Genau. Das ist für ihn ganz normal. Wie ist das so zu wissen, dass der Ex einen neuen Partner hat? Hat man schon. Mario 1381. Hattet ihr Sex nach der Trennung, beziehungsweise jetzt noch ab und zu? Also, die Frage geht ein bisschen zu weit. Nein, wir haben keinen Sex. Jetzt? Sie träumt davon, aber nein, haben wir nicht. Also, wir haben auf jeden Fall keinen Sex. Wir hatten, glaube ich, anfangs nach der Trennung, hatten wir, glaube ich, ne? Du wolltest. Was? Wir hatten nicht? Du wolltest. Wie ich wollte? Du wolltest nicht? Willst du mich verarschen? Ich habe dann irgendwann gesagt, ohne Gefühle ist das nichts. Und wenn das nicht zu was führt, dann... Okay, aber wir hatten. Ja, aber dann bin ich eine Diva, dass du mich nur als Stück Fleisch gesehen hast. Ich weiß nicht, also manchmal ist das ja auch normal, da Sex mit dem Ex zu haben. Das war ja auch ohne Gefühle dann, ne? Für dich. Ja, ist doch auch egal. Jetzt auf jeden Fall, ja, anfangs hatten wir. Ja, sie hat mich benutzt. Dann später irgendwann natürlich nicht mehr. Oh. It's just Nelly. Diesmal machst du dich wieder dick. It's just Nelly. Kam es auch mal vor, dass Alexandro nicht zu Heiko wollte? Hab gerade das Problem mit meinem Kind. Kam es vor? Oh, vielleicht 1-2 Mal, aber das war seine Laune. Hat ja nichts mit dir zu tun. Ist ja genauso, wenn du ihm Sonntag sagst, komm, wir müssen zu Mama. Und dann sagt er, nee. Ne? Also das ist so seine Laune in dem Moment. Aber der wird jetzt nie sagen, nee, ich will nicht zum Papa. Ich mag den Papa nicht. Der liebt seinen Papa abgöttisch. So, moin zusammen. Ich hoffe, ich gucke auf die richtige Stelle. Da seid ihr, ne? Ja, genau. Ja, ich wollte mal kurz einen Abschluss machen. Ich habe gestern mit der Niki ja das Video gedreht. Hier wegen, wie es weiterlief. Wie man am besten mit gewissen Problemen umgeht nach einer Beziehung mit Kind und so weiter. Und ich habe eine Sache, die ich nicht erwähnt hatte, die wollte ich aber allerdings unbedingt erwähnt haben. Ich hatte auch, ich,
ich hatte halt, also ich war gekränkt, ich war, vielleicht war es gekränkter Stolz. Man hat so seine Probleme mit einer Trennung, gerade wenn ein Kind dabei ist und man das Kind unheimlich vermisst, also unendlich vermisst. Da bin ich ganz ehrlich, also ich bin fast auch daran zerbrochen. Freunde haben mich aufgefangen in der Hinsicht, oder in der Richtung möchte ich auf jeden Fall Danke sagen. Die Leute, die gemeint sind, die wissen es auf jeden Fall. Ich habe mich auch schon oft bedankt und ich hätte nicht gedacht, dass ich in der neuen Stadt so viele tolle Menschen finden werde und kennenlernen werde. Das, was ich loswerden wollte, war ein Satz, wo ich der sich in mir eingebrannt hat. Das war von einer guten Freundin. Ich war sauer auf den neuen Partner von Niki. Aus den Gründen, die sind egal, die möchte ich hier nicht sagen, die gehen keinem was an. Auf jeden Fall habe ich dann mit der Freundin gesprochen. Sie hat mich auch oft aufgefangen, wenn es mir schlecht ging, und war immer da. Wie gesagt, ich war am Zerbrechen, es war schwierig für mich, es war keine schöne Zeit und mir ging es auch in dem Moment nicht sehr gut, aber dieser Satz, der hat sich in mich so eingebrannt und der ist einfach so richtig. Sie sagte, Heiko, egal ob du den neuen Partner magst, na, bitte, werd dir bewusst, ein Kind kann niemals genug Menschen haben im Leben, die ihn lieben und die gut zu ihm sind. Das kann ein Kind nicht haben. Na, es ist egal, ob das der neue Partner ist, ob das neue Freunde sind. Es geht nicht mehr um dich und um sie und deine Gefühle, um gekränkten Stolz, um Eitelkeit, um egal was. Es geht nur darum, dass die Menschen in dem Leben von der Partnerin, vom Partner, die Freunde, egal ob Partner, es ist komplett egal. Es geht nur darum, dass sie gut zu deinem Kind sind, dass sie ihn lieben, dass sie ihn beschützen, dass sie für ihn da sind. Und dann ist es auch furzegal, ob du den neuen Partner magst, ob du die neue Partnerin magst. Du musst sie nicht mögen. Sie müssen nur gut zu deinem Kind sein. Und ein Kind kann niemals genug Menschen haben, die ihn lieben, die ihn beschützen und die für ihn da sind. Denkt mal bitte alle über diesen Satz nach. Es geht nicht mehr um euch. Es geht nicht um eure Beziehung oder das, was war, ob jemand betrogen wurde, ob egal was war. Es geht nicht um euch. Es geht nur um euer Kind. Und ihr seid für immer Mama, ihr seid für immer Papa. Komm mal, was da wolle. Let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and